Herzlich willkommen zum vierten Kapitel Servertechnologien. Hier sehen Sie nochmal die Übersicht über die Vorlesung. Wir hören in diesem Semester von der Einführung mit der Historie etwa diesen Stoff: Rechnerkommunikation und Protokolle. Da ging es um Grundlagen von Rechnernetzen und Technologie und Organisation des Transportes. Ein großer Teil, ein wichtiger Teil, sind die Dokumentsprachen, natürlich HTML, CSS, aber überhaupt die Grundlagen von Auszeichnungssprachen. Eine der stärksten Sprachfamilien im Web, das XML, und professionelle Technologie, um mit XML-Dokumenten zu arbeiten, diese zu definieren. Jetzt kommen Servertechnologien. Und hier fangen wir an mit dem Webserver. Nicht als Hardware, sondern als Programm gemeint, als denjenigen Service, der Anfragen annimmt und geeignet beantwortet. CGI ist eine Vereinbarung von Informationen, die ausgetauscht werden soll zwischen dem Client, der anfragt, und dem Server, der antwortet. Das ist eine sehr grundlegende, einfache Technologie, die sehr robust überall läuft, natürlich von moderneren Technologien wie Servlets abgelöst worden wird oder teilweise ersetzt wird. Wir werden deswegen auch Servlets kennenlernen, dann Java Server Pages als eine Technologie, um Dokumente, Inhalte dynamisch zu erzeugen und schnell und einfach ausliefern zu lassen. Und als Gegenstück dazu, weil es sehr verbreitet ist, auch eine Technologie, um Inhalte dynamisch zu erzeugen und auszuliefern, PHP. Es gibt natürlich noch wesentlich mehr Servertechnologien, aber diese sind relativ wichtige, mit denen Sie auf jeden Fall in Kontakt kommen. Und wenn Sie diese beherrschen, ist es für Sie auch einfach, neue Programmiersprachen und etwas andere Konzepte, die auf dem Server zum Einsatz kommen, schnell zu verstehen und sich einzuarbeiten. Ich habe diese Grafik hier entwickelt, die auf der X-Achse darüber spricht, wo ist der Code, der zur Dokumenterzeugung liegt, und auf der Y-Achse darüber spricht, wie stark eine Technologie in den Webserver integriert ist. Viele Webinhalte sind dynamisch und diese Dynamik wird programmiert. Die Frage ist, wo steht dieser Programmcode? Genau diese Unterscheidung wird hier in der Grafik gezeigt. Er kann im Dokument stehen oder er kann auch ins Draußen stehen. Sie können sich vorstellen, die Daten sind in einer Datenbank. Sie haben irgendein Programm in irgendeiner Programmiersprache, C++ oder Java. Und dieses Programm nimmt Inhalte aus der Datenbank und baut daraus HTML-Seiten. Dann ist der Code außerhalb. Code im Dokument bedeutet, dass Sie neben dem eigentlichen HTML auch direkt im HTML-Dokument beschreiben, wie auf Anfragen oder auf Dinge, die noch geändert werden sollen, reagiert werden kann. Das heißt, Sie vermischen den Code, der angezeigt wird, den Source Code, also HTML, mit dem Source Code, der diesen Code, das HTML, noch verändert. Das ist sehr elegant, weil Sie dadurch gleichzeitig Inhalte und Prozesssemantik in einem Dokument kodieren. Auf der Y-Achse sehen Sie nun die Organisation dieser Programmverarbeitung, dieser Serverintelligenz. Sie kann tief in oder als Bestandteil des Webservers integriert sein. Zum Beispiel SSI ist so ein Fall. Sie kann eingebunden werden mittels eines Moduls und als Prozess im Server laufen. Sie kann aber auch komplett außerhalb des Servers laufen. Das heißt, der Server startet ein anderes Programm, um eine Aufgabe für sich machen zu lassen. Dann haben wir keine Integration in den Webserver.
Es ist für Sie interessant, wenn Sie die Technologien einordnen wollen, wo sie herkommen und wie Sie sie innerhalb eines Servers, Webservers verwenden. Ich habe hier die Grafik jetzt mal weiter vervollständigt und verschiedene populäre Beispiele genannt von Technologie, die als Prozess im Server läuft und Technologie, die vom Webserver aufgerufen wird, aber direkt auf Betriebssystemebene als eigenes Programm parallel zum Server läuft. Hier noch etwas Hintergrund. Ein Webserver wird oft als HTTP-Daemon bezeichnet, also als das Programm, das den Webserver implementiert, weil es HTTPD heißt. Separate Prozesse, die mittels CGI, dem Common Gateway Interface, angebunden sind, werden direkt durch das Betriebssystem ausgeführt. Das macht es sehr einfach, externe Programme anzubinden. Ich habe hier mal von dem Container-Betriebssystem gesprochen. Aber es ist auch zeitaufwendiger, so einen Prozess zu starten. Prozesse im Webserver sind durch Erweiterungsmodule realisiert. Ich habe hier mal FastCGI, PHP und Perl benannt. Viele der Module sind hier direkt auf Apache, das ist ein Webserver-Dienst, Webserver-Programm bezogen, aber es gibt auch andere Programme. Ich gebe Ihnen gleich einen kurzen Überblick dazu. Insbesondere habe ich die entsprechenden Programme, Services und Code auch direkt verlinkt. Sie können die direkt ausprobieren oder bei sich installieren, sei es Apache Tomcat oder das Apache HTTP Serverprojekt oder passende Module dazu. Ein Webserver ist ein komplexes Programm und hat natürlich verschiedene Einstellungen, um entsprechend konfiguriert zu werden. Ich werde Ihnen die wichtigsten kurz nennen. Es läuft auf einer bestimmten IP-Adresse, dieses Programm. Es bedient oder lauscht an bestimmten Ports. Bei HTTP ist es Port 80, bei HTTPS ist es Port 443. Hier werden Anfragen von Clients aus aller Welt angenommen. Es gibt einen Ort, wo das Programm selbst installiert ist, beziehungsweise die wichtigsten Konfigurationsdateien installiert sind, das ist Server Root. Dann gibt es das wichtige Verzeichnis, das Document Root, das die Inhalte enthält, die direkt ausgeliefert werden können, sogenannte statische Webseiten. Diese Webseiten haben eine bestimmte Dateiendung, üblicherweise HTML oder HTM. Es gibt den Ort, wo CGI-Skripte liegen. Der ist ja mit einem erhöhten Sicherheitsrisiko verbunden, weil dort externe Programme gestartet werden. Da gibt es Konventionen, um das sicherer zu machen. Es gibt einen Ort für Logdateien. Es gibt Wissen darüber, welche MIME-Types, also welche Dateiformate der Webserver versteht. All das steht hier. Ich denke, da gehe ich jetzt in Ruhe weiter. Sie können das nachlesen, wenn Sie hier spezielle Fragen zu haben. Hier ein Sequenzdiagramm, das den Ablauf einer statischen Seitenauslieferung beschreibt. Ein Client hat einen bestimmten Anfragewunsch, schickt eine URL ab. Der Webserver kann mit dieser URL was anfangen, Document Root die Datei dann finden und liefert das HTML-Dokument zurück. Das ist, ich würde sagen, der einfachste Fall, den ein Webserver bedient. Es gibt dann andere Modi, wie CGI, Servlet und JSP. Sie können direkt hier hinklicken und nachher die Unterschiede vergleichen.
Angenommen, auf dem Webserver liegt diese statische HTML-Datei. Dann würde, wenn Sie diese URL hier eingeben, die genau auf diese HTML-Datei zeigt, diese Antwort Hello World in Ihrem Client, also im Browser, zu sehen sein. Wenn Sie hier oben in die URL gucken, sehen Sie am Anfang das Protokoll HTTPS, dann den Webserver und bis hierhin ist dann die Spezifikation des Document Routes, des Spaces, des Webspaces für statische Seiten. Ich habe das auf den Folien auch notiert. Sie können das direkt ausführen und auch den Code sich auf dem Webserver angucken. Ein bekannter Webserver ist der Apache Webserver. Apache, dieser Name kommt von dem schnellen Aussprechen der Verballhornung für A Collection of Patches, eine Sammlung von Patches, die entwickelt wurden für den damaligen NCSA Webserver an der Universität von Illinois. Diese Sammlung von Patches wurde in der Version 1.3 1998 der Grundstein für Apaches Erfolg. Es folgte dann die Gründung der Apache Software Foundation, die Sie bestimmt kennen. Die Historie ist recht interessant. Lohnt sich da mal drauf zu gucken. Der größte Schritt in der Webserverentwicklung, der geschah 2002. Und da war diese Software auch extrem weit verbreitet. 2004 gab es nochmal einen guten Sprung. Die aktuelle Version können Sie hier downloaden und bei sich installieren. Das ist relativ einfach mittlerweile. Ein Betriebssystem Ihrer Wahl und dann einen eigenen Webserver betreiben. Hier sehen Sie eine Übersicht über verschiedene Webserver und ihre Marktanteile. Wie gesagt, die Zeit von Apache, die war so hier. Mittlerweile sind andere Player sehr groß. Sun gab es mal, das ist weg. Es geht noch um Nginx vielleicht jetzt, Google und Microsoft. Die Frage ist natürlich, wie viele Webserver braucht man insgesamt? Wie viele Websites gibt es überhaupt, die betrieben werden? Das ist eine nicht trivial zu beantwortende Frage. Was zählt man in der heutigen Zeit als Website, also als ein Internetauftritt, der gezählt werden sollte? Websites werden mittlerweile ad hoc schon allein aufgrund von Suchanfragen gebaut. Sie werden schnell gebaut, um Domains anzupreisen oder zu verkaufen. Und diese Firma Netcraft kommt ja Technologie entwickelt, um ein ungefähres Bild sich zu machen. Was sind Websites, wenn man sie zählen will? Sie sehen 2019 so knapp 1,5 Milliarden, sind jetzt mehr. Davon sind aber nur 235.000 aktiv, wobei aktiv aus Sicht von Netcraft bedeutet, dass dort Inhalte sind, die für Menschen gedacht sind und die sich regelmäßig ändern. Und für diese Websites sind etwa 10 Millionen Webserver verantwortlich. Werden oft Web-Facing Computers genannt, also Computer, die aufs Web schauen und Services annehmen. Ganz interessant auch die Live-Statistics vom Internet. Wie viele Benutzer sind gerade da? Wie viele Webseiten sind gerade da? Wie viele E-Mails werden heute gesendet? Wie viele Google-Anfragen gibt es heute? Und so weiter und so weiter. Diese Zahlen sind hier mit Vorsicht zu genießen. Das sind Abschätzungen, die aufgrund von statistischen Signalen hochgerechnet werden. Aber die Größenordnung, würde ich sagen, auf die kann man sich verlassen. Das Zählen ist, wie gesagt, nicht trivial.
Netcraft hat die Algorithmen und Überlegungen und statistischen Annahmen hier mal kurz zusammengefasst. Es ist recht interessant, welchen Herausforderungen man konfrontiert ist, um abzuschätzen, was auf dem Internet eigentlich los ist. Sie wissen ja noch aus dem Anfang der Vorlesung über Netzwerke und Protokolle, dass Sie praktisch auf jeden Rechner zugreifen können, aber die schiere Menge und das, was Ihnen ein Rechner über sich verrät, machen natürlich die Abschätzung von dem, was realistisch so passiert, schwierig. Im Folgenden gehe ich kurz auf Aspekte und Einstellungen von NCSA-basierten Webservern ein. Die zentrale Konfigurationsdatei ist httpd.conf. Dies enthält Informationen zum globalen Environment, zur Main Server Configuration und für Virtual Hosts. Hier das globale Environment, also die Einstellung Server Root, hatte ich ja anfangs gesagt, und so weiter. Irgendwo auch Document Root. Dann die Section 2, Main Server Configuration. Und die Section 3, Virtual Hosts. Die Konfigurationsanweisungen heißen Directives, Direktiven und sind in sogenannten Containern gruppiert. Also das sind syntaktische Umgebungen, die ein Scope beschreiben. Die Syntax ist XML-ähnlich, hat aber nichts damit zu tun. Die wichtigsten Container sind Directory, Files und Location. Wenn Sie hier draufklicken, kommen Sie direkt dahin. Und dort wird angegeben, was erlaubt ist oder was man machen können möchte. Entweder für ganze Verzeichnisbäume oder für einzelne Verzeichnisse oder Dateien. Ein weiteres Einstellungselement sind die sogenannten .htaccess-Dateien. Sie dienen zur Angabe von Zugriffen im Webspace und damit kann man Autorisierungen und andere Namensdinge steuern. Hier ist ein Beispiel für so eine Datei. Hier wird die Autorisierung beschrieben, wo die autorisierten Nutzer liegen, in der autorisierten Nutzerdatei. Das ist die hier. Sind dann genau die Nutzer aufgeführt, natürlich verschlüsselt. Diese .htusers-Datei liegt auch außerhalb vom Webspace, kann also vom Web aus gar nicht erreicht werden. Und hiermit können Sie Dinge spezifizieren, die Sie aber auch bei den Direktiven direkt in der Hauptkonfigurationsdatei angeben können. Tatsächlich ist das .htaccess Konzept entwickelt worden für Benutzer, die nicht Kontrolle über den Webserver haben. Also wenn Sie einen Content pflegen wollen auf einem anderen Webserver und dann Dinge einstellen wollen für Ihren Content, dann brauchen Sie diese Dateien. Hier ist nochmal etwas Hintergrund zu htaccess. Es ist sehr beliebt, weil man sehr viel damit machen kann. Aber es ist auch mit Vorsicht zu genießen. Aus Performancegründen sollte grundsätzlich auf den Einsatz dieser Dateien verzichtet werden. Es ist recht gut beschrieben, was das Problem damit ist. Es ist nicht ein Sicherheitsproblem in erster Linie, es ist vor allen Dingen ein Performanceproblem. Sobald eine htaccess-Datei irgendwo liegt und diese ausgewertet werden sollen, müssen natürlich die Rechte überprüft werden, die daran sind. Und das kann sich auf viele Verzeichnisse beziehen, auch auf übergeordnete Verzeichnisse. Und das macht das Ausliefern von Webseiten eventuell imperformant. Mit Server-Side Includes kommen wir praktisch zur einzigen
direkt eingebauten Programmiermöglichkeit in einem Webserver, um HTML-Dokumente dynamisch zu verändern. Es ist auch eine der ältesten Technologien, die auch immer weniger eingesetzt wird. Wenn Sie hier bei Self-HTML schauen, der wichtigste Hinweis vorab ist, dass die Unterstützung von SSI seitens der Hoster rückläufig ist. Nichtsdestotrotz sollten Sie diese Technologie kennen. Sie wird Ihnen hin und wieder begegnen. Und sie stellt eine einfache Möglichkeit dar, um mal ein Hack oder etwas Info direkt vom Server in die HTML-Seite zu pushen. Schauen Sie hierzu nochmal zurück auf dieses Diagramm zur Einordnung der Technologien. Hier unten ist SSI. Es ist im Dokument, das heißt, wir mischen es mit HTML-Code und es ist direkt im Server zur Verfügung. SSI-Anweisungen sehen aus wie HTML-Kommentar und HTML-Dateien, die SSI-Anweisungen enthalten, haben oft eine spezielle Dateiendung, wie SHTML, SHTM oder SHT. Hier ist ein Ausschnitt aus einer HTML-Seite, die auch jetzt SSI enthält. Hier sind wir noch ganz normal im HTML, H3, eine bestimmte Überschrift und dann wird ein Text ausgegeben. Und dahinter kommt der Kommentar, eine SSI-Anweisung. Die besteht immer aus zwei Teilen, nämlich dem Anweisungsname hier in grün und einer Parametrisierung dafür. Zum Beispiel Datum, Uhrzeit auf dem Server. Das ist ein Config-Befehl und dann gibt man das Time-Format als Parameter an und kann sich das ausgeben lassen. Oder den Namen einer HTML-Datei. Da lässt man sich mit der Anweisung echo die Variable document name ausgeben. Das sieht dann so aus, beziehungsweise Sie können auch sich direkt den Source in Ihrem Client angucken und auch die entsprechende Ausführung dort. Sie können sich die ganzen Beispiele übrigens angucken, weil wir hier auf Webseite einen Webserver nur für diese Vorlesung laufen haben, auf den diese Beispiele installiert sind und für Sie zum Ausprobieren zur Verfügung stehen. Abschließend hier noch eine Übersicht über wichtige Server-Side-Include-Anweisungen, einschließlich ihrer Parameter. Da können Sie ein bisschen mit experimentieren.